Eine Produktion von Salto. Una produzione di Salto. 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 Attentäter vielleicht. Terroristen ist zu viel. Terroristen ist zu viel. Wir haben zu viel Terror gesehen. Wir sehen heute Terror in Israel und in Irak. Heute hat das Wort irgendwie einen blutigen Inhalt bekommen. Und zu blutig, um zu sagen, dass die Terroristen, die damals hier in Südtirol, wo es zwar auch Tote gab, aber nur relativ wenige, und wo man alles machte, die Bevölkerung, die Zivilbevölkerung auf jeden Fall herauszuhalten, der Sache. Deswegen würde ich sagen, Attentäter, auch keine Terroristen mehr. Ich schrieb auch als Terroristen, aber heute würde ich sie solche nicht mehr bezeichnen, denn dann ist eine ganz andere Sache als die echten Terroristen. Bombenjahre. Die Geschichte der Südtirol-Attentate. Umberto Gandini, Journalist des Alto Adige. Teil 3 seiner Erinnerungen. Kapitel 1: Die Arbeit der Geheimdienste. Die sind sicher gekommen und haben, aber es ist so, die haben wirklich nicht verstanden. Eine der auffallendsten Sachen, die man in diesen Jahren sah, ist, dass die italienischen Behörden die Südtiroler nicht kannten und die Realität der Südtiroler nicht kannten. Das Geheimdienst hat sich lächerlich benommen hier in Südtirol. Sie sind in einem Nachtlokal. Diese Polizei, die mehr aus Kriminalromane herauskommt als aus der Realität. Sie sind in ein Nachtlokal gegangen und haben dort einen Kellner engagiert und versucht, ihn als Terroristen akkreditieren in Österreich. In ein Nachtlokal unter nackten Frauen und Musik. Das ist mehr eine Filmsache als eine Realitätssache. Eine andere Gruppe ist im Unterland. Da haben sie wirklich einen Idioten gefunden. Der ist herumgegangen, Haus zu Haus und versuchte Unterschreibungen unter fondiamo una cellula di terroristi, ganz offen. Und als das herauskam, war es wirklich lächerlich. Kein gescheiter Südtiroler hätte nie mitgemacht. Es haben mitgemacht diese ganz kleine Anzahl Idioten, die es unter alle Völker gibt und in allen Dörfern gibt. Und das war wirklich sehr lächerlich. Es war lächerlich auch, dass zum Beispiel die Carabinieri und die Polizei sich gegenseitig spioniert haben. Die Polizei wusste nicht, was die Carabinieri wussten und da haben sie einfach, als die Rom neue Polizeieinheiten nach Bozen schickte, die haben sie in einem kleinen Garni vor der Carabinieri-Kaserne gestellt, damit die Leute nicht die Terroristen nachjagen, aber die Carabinieri spionieren konnten, um zu sehen, was die Carabinieri machen, um sie womöglich schneller als ihnen etwas machen. Und es gab wirklich groteske Momente, sehr groteske Momente. Und an diese groteske Momente haben die Geheimdienste teilgenommen. Fast alle, wir haben ein Attentat sventato, wie sagt man das? Verhindert. Das war nicht ein verhinderter Attentat, aber man hat versucht, jemanden zu akkreditieren. Wenn einer zu den Terroristen, zum Kienesberger oder zum Burger ging und sagte, ich will Attentate machen, da haben sie gesagt, ja gut, mach einen Attentat. Und das waren Spitzel von den Carabinieri, von der Polizei. Jetzt konnten so einer nicht herkommen und etwas machen. Und dann wurden sie immer verhindert. Wenn man zum Beispiel im Weißes Kreuz wurde eines Tages unter einem Bett eine Menge Explosiv gefunden. Hier in der
Museumstraße, auch da in einer Bar wurde eines Tages eine ganze große Menge explosiv gefunden. Wäre tatsächlich explodiert, wäre halbe Straße in die Luft geflogen. Und die wurden rechtzeitig verhindert. Da war nicht eine rechtzeitige Verhinderung, da waren nur so Spitzeleien dahinter. Polizeiliche Vermachungen, immer Versuche, diese Leute zu akkreditieren. Oder wenn man zum Beispiel explosiv in einen Zug fand, das ist mehrmals vorgekommen. Das waren immer solche Sachen, die von Leuten, die man wollte jemanden unter den Terroristen, die in Österreich waren, hineinschieben. Und dann musste man etwas tun und dann gab es diese idiotischen Sachen. Es gibt nichts Leichtes als Terrorakte zu verüben. Deswegen die verhinderten Terrorakte sind eine echt verhindert, sind existieren fast nicht. Sie verhindert, wenn sie nicht explodieren, weil die Leute es nicht tun können. Aber sonst, man kann so viele Objektive wählen, dass es unmöglich ist, etwas dort verhindert. Wenn sie verhindert sind, dann heißt das, dass da etwas dahinter steckt. Ich habe mir das gefragt, ich weiß es nicht, mit Bestimmtheit nicht. Das war diese Sache, Shimabalona, wie heißt das auf Deutsch? Ich habe das ganze Prozess in Wien mitgemacht, ich habe mir diese Leute angehört. Sie sagte immer, das war eine Attrappe, das haben die anderen gemacht. Aber sicher waren die Geheimdienste da irgendwie hineingewickelt, aber... Es ist nie ganz klar gekommen, aber dass die Geheimdienste, ja, haben diese falschen Attentate gemacht, wo die Bomben nicht explodiert sind, die vom Weißes Kreuz in Bozen, von der Museumstraße, das waren Sachen vom Geheimdienst gemacht. Aber da ist nichts explodiert, die waren alle verhindert. Das waren die Sachen von den Geheimdiensten. Aber dass sie tatsächlich Attentate gemacht haben, Shimabalona ist immer so komisch vorgekommen, aber Beweise, dass es da etwas los war, sind nicht. Da waren die anderen wenigstens sehr, sehr gut mitbeteiligt. Also wenn sie von Provokateuren da hinauf geschickt worden sind oder nicht, das muss man noch herauskriegen, wenn man es überhaupt herauskriegen kann. Kapitel 2: Die Prozesse. Umberto Gandini war als Journalist auch bei allen großen Südtirol-Prozessen dabei, in Wien, in Graz und auch in Mailand. Er hat darüber im Alto Adige geschrieben, fast täglich. Das Klima war ganz komisch. Wir italienische Berichterstatter, die aus Bozen kamen, fanden eine... Wir schauten zum ersten Mal die Situation von außen her. Wir waren nicht mehr direkt in der Sache. Es wäre das Prozess hier in Bozen zelebriert worden, wäre es verheerend geworden. Dagegen in Mailand, wo die Mailänder, die nicht direkt beteiligt waren, sich diese Leute angeschaut haben und sie irgendwie gesagt, ja, das ist povera gente, das sind arme Leute, die haben diese Probleme. Und sie waren nicht böse mit ihnen. Es gab keine Animus gegen die Südtiroler. Ein sehr intelligenter Präsident, Simonetti, hat das Ganze so orchestriert, dass man die zwar, es wurden viele verurteilt, das konnte man nicht verhindern, aber viele Schärfe wurde weggenommen und man hat das Ganze objektiviert. Man konnte es wirklich sehen, wie es war. Und das war eine große Wendung. Auch seitens der italienischen Presse, auch seitens der Italiener hier in Südtirol haben viele zu verstehen begonnen, dass vielleicht die Sache nicht so gefährlich, so unwiderruflich sein konnte, wie es am Anfang schien. Ja, das war. Sie war besonders sehr, sehr härter als anderswo. Sie hatte eine Einstellung, eine sehr
Repression Einstellung genommen. Und das war, man wusste es, typische Ankläger. Ne? Aber in Mailand war die Anklage auch ziemlich hart, aber dort hatte man das Glück, dass dieser Simonetti ein sehr moderater Mensch war, intelligent. Wenn ich über einen sagen soll, dass er ein Idiot war, das war dieser Andergas. Das war ein armer Idiot, das war ein Musiker. Aber als Terrorist und als Politiker war er wirklich ein sehr einfacher Mensch. Der wurde dort hingestellt als ein großer Terroristenhäuptling. Deswegen war er nur ein armer Idiot. Nicht mit böse gesagt. Er war wahrscheinlich ein sehr guter Musiker und konnte in anderen Sachen. Aber er hat sich da aufspielen lassen auf einer Ebene und er war sehr, sehr, sehr enttäuschend als Mensch, als er da in Mailand seine Sache vorbrachte. Und dann erinnere ich mich eben wegen seiner Armseligkeit. Natürlich, wenn einer Masten sprengt und jemand umbringt dabei, kann man nicht mit einem Schulterklopfen und sagen, geh nach Hause, tu es nicht mehr. Etwas musste man machen. Und da wurden Jahre und Jahre Verurteilungen. Und ich glaube, dass jede Justiz eines jeden Landes würde so reagieren. Aber es war nicht so hart, wie vielleicht Martin und die Anklage wollte. Vieles ist auch weggefallen. Und besonders in den unter dem politischen Aspekt, das ist vielleicht wirklich. Unter dem rein, die Fakten an sich sind manchmal auch ziemlich hart verurteilt worden. Aber das Politische dabei nicht so sehr. Und das sah man ganz klar im Titelprozess. Als der Titel sagt, nein. Man kann keine Idee verfolgen. Man kann einen ins Kerker stecken, wenn er in Masten sprengt, aber nicht, wenn er sagt, dass er einfach aus Italien weggehen will, dass das Südtirol, das ist ein Recht, ein jeder darf sagen, was er will. Und das haben sie, auf der politischen Ebene hat man dem Martin nicht gefolgt. Hallo, einen Podcast zu machen bedeutet viel Aufwand. Wenn du dir ein Salto-Abo holst, kannst du mit einem Klick und wenigen Euros diese Arbeit konkret unterstützen. Denk daran! Kapitel 3 – Christian Kerbler. Im Herbst 1963 macht sich der Nordtiroler Christian Kerbler an Jörg Klotz in Innsbruck heran. Gleichzeitig bietet er sich dem italienischen Geheimdienst und der Polizei, aber auch als Spitzel an. Christian Kerbler arbeitet als Journalist, deshalb wird er auch mehrmals beim Alto Adige in Bozen vorstellig. Dort trifft ihn auch Umberto Gandini. Er kam dort, er wollte uns Bilder verkaufen. Und dann einmal wollte er, dass einer von uns mit ihm nach Österreich, er wollte vermitteln, wir machen ein Interview. Er hatte damals das Interview vom Georg Klotz mit den Rogi ist das, ein italienischer Journalist. Er war so ein Vermittlungsmensch, ein Mestatore, sagt man auf Italienisch. Und er ist ein paar Mal bei uns gekommen. Bei uns ist einmal auch einer gekommen, da gab es die ersten Spaghetti Western in Italien und in der Welt. Da ist einer bei uns in der Redaktion gekommen und wollte wissen, wo man den Georg Klotz finden konnte. Und wir wussten das nicht. Und er sagt, warum? Er sagt, ich bin ein Bounty Killer, sagt er. Er wollte wirklich wie aus einem Film heraus. Da gab es und der Kerbler war nicht ein Bounty Killer, aber einer, der sich als so die Geheimdienste als Scherge hergab. Ein Betrüger,
die Mentalität ein Betrüger. Er hätte andere Sachen angestellt, wäre er nicht in Südtirol gewesen und hätte es nicht diese Situation gewesen, dann hätte er wahrscheinlich falsches Geld gedruckt oder alte Frauen um die Pension betrügt oder irgendetwas. Hätte sowas etwas Ähnliches gemacht. Anfang September 1964 gehen Jörg Klotz und Luis Amblatz illegal über die grüne Grenze von Österreich nach Südtirol. Die italienische Polizei und der Geheimdienst planen jetzt eine Aktion, um beide Terroristen zu verhaften. Im Mittelpunkt steht dabei Christian Kerbler. Jeder wusste, was da los war, sogar wir kleine Chronisten. Ein jeder wusste, heute Nacht kommen sie in Italien, im oberen Passaiatal. Nicht nur wir wussten es, aber es wussten die Polizei, es wussten die Carabinieri, es wusste die Guardia di Finanza, es wussten die Alpini, ein jeder wusste. Und die Geheimdienste natürlich. Das sieht, was für Geheimdienste hierher kamen. Das sind wirklich kleinliche Leute, die haben, ein Geheimdienst muss nicht sprechen. Dagegen haben die herumgesprochen. Als die Georg Klotz und der Luis Amblatz und der Kerber hatten keine 3 Meter auf italienischem Boden gemacht, da haben sie schon den ersten Italiener gefunden, denn da gab es eine Gara, wie sagt man auf Deutsch, ne? Zwischen den verschiedenen, jeder wollte sie schnappen. Und den ersten, den sie gefunden haben und den, gegen den sie geschossen haben, das war ein Finanzer. Gleich nachher haben sie eine Patrouille von den Alpini gefunden. Dann sind immer weitergekommen und haben immer andere gefunden. Leute, die, da war ein Heer war im Passaiatal von Leuten, die haben auf die gewartet. Und wenn dann in der Nacht der Kerbler gedacht hat, jetzt haben die verstanden, dass da etwas los war, und wenn es zu dieser verwerflichen Schießerei kam und er hat versucht, die anderen umzubringen, denn er hat gesehen, dass das Ganze einfach geplatzt war. Aber es war geplatzt, weil die Italiener nicht genügend klug gewesen sind, weil es gab Rivalitäten, jeder wollte sie schnappen. Und die blödesten unter den vielen waren auch der Klotz und der Amblatz, die nicht verstanden haben. Und sie sollten ja nach 10 Metern wieder zurückgehen, denn sie sollten einfach verstehen, es ist nicht möglich. Ich komme ganz, ganz mysteriös hinein und nach 3 Metern finde ich schon den ersten Finanzer. Da stimmt etwas nicht. Die hätten zurückgehen sollen. Das haben sie aber nicht gemacht, denn es waren nicht besonders intelligente Terroristen. Die Italiener wollten die 2 schnappen. Sie wollten den Kerber und den Klotz kriegen. Es war auch ziemlich leicht, wäre es, hätten sie mit der Intelligenz. Aber dass diese Leute erschießen sollten, ich glaube, kam es. So viel versteht sogar das italienische Geheimdienst. Dass ein Gestorbener, ein gemordeter Feind viel gefährlicher ist als ein Feind, den man einfach in einem Gefängnis hineingesteckt. Wo er nach 3 Wochen oder 3 Monaten nicht mehr so gefährlich ausscheint. Das versteht. Ein Feind, den man umbringt, wird ein Märtyrer. Und ein Märtyrer kann man nicht gebrauchen, denn es ist gefährlicher als 100 Bomben. So viel haben, deswegen, nein, ich glaube nicht, dass das ein Auftragsmord war. Kapitel 4 – Die Pustauer Burgen. Wie sagt man auf Deutsch? Illusi. Enttäuscht? Nein, enttäuscht ist deluso. Einer, der glaubt,
dass etwas geschehen kann. Aber es waren ganz einfache Kerls, die plötzlich sagten, wir können vielleicht Krieger werden. Aber sie machten da unter den vielen Terroristen und Guerillas, die es damals und heute und in den verschiedenen Jahren gab in Europa, waren das die Blödesten. Man kann nur unter einem taktischen, militärischen Standpunkt. Ich gehe zu Fuß, sind die gegangen, von Österreich. Ich klettere die Berge, komme an der anderen Seite hinein mit ein paar alten Gewehre aus der Wehrmachtzeit. Schieße auf einen Karabinieri, bringe einen Karabinieri um und dann muss ich andere 6 Stunden wieder klettern, um wieder zurückzukommen. Und dann geschieht nichts mehr für 3 Monate oder 2 Monate. Das ist eine Verschwendung von Möglichkeiten, die zeigt, dass das einfach, das ist keine Guerilla-Methode. Sowas kann man nicht machen. Damals kannte man noch den Mao Zedong, der sagt, dass ein echter Guerilla wie ein Fisch im Wasser sein muss. Oder wie unter dem Volk wie ein Fisch im Wasser. Und das haben sie nicht verstanden. Kapitel 5 – Der Tod von Sepp Kerschbaum. Ja, ich erinnere an das große Begräbnis, aber unter den Italienern gab es keine besondere Aufmachung. Er ist einfach gestorben. Ich glaube, dass in diesem Fall es keine Folterkonsequenzen waren, aber einfach, weil der Mensch hatte Gesundheitsprobleme von sich. Und natürlich, die Jahre von Kerker sind nicht in diesem Sinne für die Gesundheit positiv einzuwerten. Ja, natürlich. Das ist typisch von dieser Doppelbodigkeit der ganzen Politik hier in Südtirol, auch seitens der Südtiroler. Kein Südtiroler, der hier in Bozen oder anderswo gelebt hat, nur wenige haben gesagt, ich bin mit ihm einverstanden. Aber in dem Moment, wo er stirbt, dann ist man für ihn, dann ist man ihm, ich bin grato. Dankbar. Ich bin ihm dankbar. Denn man muss das zugeben, wenn es hier in Südtirol wir zum Paket gekommen sind, da hat Maniago sehr viel mitgetan. Aber wären keine Bomben explodiert, wäre wahrscheinlich der Maniago alleine nicht genügt. Und deswegen hat man gedacht, der Mensch ist jahrelang in Kerker gewesen, für mich auch. Und deswegen muss ich einfach hingehen und sagen und meine Zeugnis geben, dass ich ihm dankbar bin. Und deswegen war es eine Kundbewegung, aber nicht eine Befürwortung der Gewalt. Einfach weil man sagt, ja gut, der Mensch hat sich sakrifiziert. Nächsten Montag in den Bombenjahren, die Erinnerungen von Rosa Klotz. Bombenjahre. Die Geschichte der Südtirol-Attentate. Ein Podcast von Christoph Franceschini. Salto. 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 Salto.